Am Freitag, den 23.10.2015, fand in Wiener Neustadt eine Podiumdiskussion zum Flüchtlingsthema statt. Veranstalter waren die Grünen, an die Spitze die Nationalratsabgeordnete Tanja Windbüchler und mit dabei war auch die Nahostin-Expertin Dr. Karin Kneißl. Sehen Sie jetzt selbst, wie sie die Diskussionen entwickelt hat und welche Fragen die Zuseher hatten. Okay, offen mein Name. Und zwar der Hauptgrund für die Intervention des Westens im Irak und in Libyen war die Faktorierung durch Hussein und Gaddafi der Energieexporte in Euro. Das störte die Wall Street, Federal Reserve Board und die City of London enormst. Wird nie erwähnt, warum weiß ich auch nicht. Jetzt schauen wir uns die europäischen Werte an, die sind immer alle so berufen. 2010 gab es das Lancaster House Abkommen. Das war ein neokolonialistisches Konzept zwischen Frankreich und Großbritannien. Es ging um den Angriff auf Libyen und Syrien. Im Juli 2011 gründete Frankreich die sogenannte Freie Syrische Armee aus Mitgliedern der libyschen Al-Qaida und der Fremdenlegion. General Burger war der Kommandant. Man hat dann 2012 Homs ein Viertel besetzt und den Islamischen Staat ausgerufen. Baghdadi ist von Mossad ausgebildet worden. Es gibt das berühmte Foto mit Camp Baghdadi. USA, Israel, Türkei, Katar, Saudi-Arabien finanzieren Baghdadi. Auch die NATO unterstützt mit Munitionsnachschub, auch die EU. Es kämpfen NATO-Leute unter False Flag in dieser Region. Putin schafft Ordnung, was auch gut ist. Und wir kriegen die Flüchtlinge. Danke. Hier hinten und ganz hinten in der letzten Reihe waren auch. Ich würde jetzt gerne drei Statements, bitte auch immer dazu sagen, ob Sie ein Statement machen oder eine Frage stellen, damit auch unsere beiden Damen am Podium wissen, ob Sie angesprochen sind und eine Antwort vorbereiten. Es ist eine Statement-Frage. Und zwar, zuerst möchte ich sagen, Frau Suschil, war das heute die Ansprache zum 26. zum Nationalfeiertag. Ich würde Ihnen anraten, sich für die Bundespräsidentenwahl zu bewerben. Was mir dabei aufgefallen ist, wäre, Sie sprachen von den Flüchtlingen, die Demokratie suchen bei uns. Die suchen keine Demokratie bei uns. Diese Flüchtlinge flüchten vor Bomben, die monatelang schon von den Amerikanern abgeworfen worden sind. Die westliche Welt glaubt immer, man Demokratie nach unserem Schema muss in die ganze Welt getragen werden. So ist es ja nicht. Gar nicht ist es so. Die Destabilisierung des gesamten Nahen Ostens, der von den Amerikanern eigentlich kommt, diese Destabilisierung ist auf das ausgerichtet, dass die Menschen dann das übernehmen, was wir haben. Es ist unmöglich, das wird nie funktionieren. Wir haben unsere Demokratie lange gebraucht, bis wir Blut, Schweiß haben wir gebraucht, bis unsere Demokratie gekommen ist. Und das wird es dort auch brauchen. Ich sehe heute noch immer Karim Al-Dohari am Tahrirplatz. Wir gestanden ist und gesagt, mein Gott, na, unsere Demokratie und alles wird demokratisch und alles wird gehen. Tränen in den Augen. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, das sind Tränen der Traurigkeit und nicht Tränen der Freude. Und wirklich war es ist so. Total destabilisiert. Und was passiert heute? Heute passiert eines, wir machen einen Gott sei bei uns, Russland, ja, der jetzt eigentlich da unten aufräumt, wie man so schön sagt. Ja. Es ist nicht gut. Ich bin sicher nicht der Ansicht, dass man mit Bomben Frieden erzwingt. Aber dort geht es nicht mehr anders. Und Russland zeigt heute dem Amerikaner, wie es geht anscheinend. Und wenn ich mir heute anschaue, dass ihm jemand, der CIA, ins Zwielicht kommt, ja um Gottes Willen, der CIA hat doch schon im Irak destabilisiert. Schon 2003, bis nach hinten, noch zu die Golfkriege, hat heute Zwielicht, um Gottes Willen, der CIA ist immer schon im Zwielicht. Ne? Vielen Dank. Ich möchte noch andere auch noch zu Wort kommen lassen. Vielen Dank. In der letzten Reihe ganz hinten und dann hier vorne.
und dann möchte ich noch einen Kommentar machen und dann gehen wir mal auf die andere Seite. Dankeschön. Mein Name ist Bernhard Rubik, ich war für lange Zeit einer der ersten Grünen wahrscheinlich in Burgenland und ich muss sagen, ich bin zurzeit entsetzt, was mit der Politik geschieht. Ich sehe absolute Staatsversagen. Aber das, was Sie hier heute erzählt haben, das klingt nach nicht der Realität entsprechend. Wir haben katastrophale Zustände, es wird davon geredet, dass in Österreich der Kollaps bevorsteht. Meiner Aussage nach ist der Kollaps erreicht, wenn man Menschen nicht mehr mit einem warmen Dach versehen kann. Dann ist der Kollaps erreicht. Ich versuche seit Monaten Gespräche zu finden mit Grünen. Ich werde nicht angehört, ich werde beschimpft, ich werde als Nazi bezeichnet. Das kann ich nicht mehr tolerieren, das werde ich nicht akzeptieren. Und die Frage an die Frau Meißel hätte ich gerne. Es wird immer so getan, als sei das alles Unfälle. Das sind Szenarien dahinter. Der arabische Frühling war eine inszenierte Sache, von vorn bis hinten. Dazu muss ich jetzt sagen, 2010, 2011 habe ich heftig protestiert gegen den Libyen-Krieg. Vielleicht ein kleines Detail. Die amerikanische Botschaft hat zu mir gesagt, ich soll jetzt besser ruhig sein, weil es dann gefährlich wird. Also, das ist in Österreich. Aber von den politischen Parteien habe ich mir von Herrn Pilz eine, wie sagt man das auf Deutsch, eine freche, weiß ich nicht was. Jedenfalls die einzige Partei, die ihn empfangen hat, das war die FPÖ. Und da fragt man sich, sagt der Kölner, was passiert, was ist mit dem Frieden? Spanien hat einen Vorstoß gemacht, mit Assad Frieden zu schaffen in Syrien. Er hat heftigst unterstützt von Herrn Außenminister Kurz. Die heftigsten Gegner dieser Initiative waren die Grünen, ganz vorne Herr Reimann. Herr Reimann wirft bei mir den Hörer auf, wenn er nur Assad hört. Ich frage mich, wie weit sind Sie noch in der Realität? Wir müssen die Dinge ansprechen, wir können immer fantasieren. Wir können uns das nicht leisten. Danke. Ich habe jetzt noch, Sie nehme ich noch dazu und dann machen wir mal eine Runde im Podium. Ich habe eine Frage der außenpolitischen Sprecherin, nachdem Sie ja die Rolle der EU hier vorangetrieben haben, das ja auch in Ordnung ist grundsätzlich. Nun möchte ich schon darauf hinweisen, dass vor dem Hintergrund der relativ langen Geschichte der Araber mit Europa, selbst die GRO oder Hussein-McMahon-Abkommen, was noch immer auf jeden Fall nachhängt in der arabischen Mentalität, hier Europa etwas deplatziert ist und die dementsprechende Akzeptanz einfach nicht gegeben ist. Wenn man sich den Nahen Mittleren Osten, den Nahostkonflikt anschaut, das Quartett, wie auch immer, das ist ja nett, aber es bringt nichts weiter, es wird auch nicht mal angehört. Danke. Ich würde jetzt Sie beide ersuchen, darf ich mit Ihnen anfangen, Frau Kneißl? Aufdrehen bitte. Vielen Dank. Ich darf zu den Statements ganz kurz auf Stellung nehmen. Ich verwehre mich gegen irgendwelche Mastermind-Pläne, dass irgendetwas größer inszeniert wäre. Ja? Weil ich habe in meinen, sagen wir mal, 30 Jahren politischer Tätigkeit nicht einmal die Ehre gehabt, Leute zu treffen, die so intelligent waren und so hoch platziert und so viel Zeit zur Verfügung hatten, dass sie wirklich eine gute Verschwörung umsetzen konnten. Also ich habe es einfach nicht erlebt. Was ich vielmehr immer wieder erlebe, ist diese interessante Mischung aus Arroganz und Ignoranz. Und die ist exklusiv. Und ich hatte das Privileg, Glück, wie auch immer, ich hatte ein Stipendium für Georgetown. Georgetown ist die, eine dieser Top-Universitäten in den USA. In dem Fall, wo ich war, das Center for Arab Studies und School of Foreign Service. Unsere Geldgeber waren die Emirate. Wir hatten keine einzige Lehrveranstaltung, beispielsweise über den islamischen, politischen Islam, iranische Revolution und so weiter. Was auch dazu führte, dass die dann daraus kreierten Big Shots, die im State Department oder wo auch immer tätig waren, einfach nicht wussten, wovon sie sprachen. Und das hat sehr, sehr viel mit miserabler Ausbildung zu tun. Und daher sehe ich einfach nicht diesen Mastermind und ich würde auch nicht, ich verwehre mich absolut gegen die Aussage, dass Al-Baghdadi ein Mossad-Agent wäre oder was auch immer. Der Mossad ist auch nicht mehr das, was er mal war. Also das haben sie sicherlich nicht. Das ist, das zieht einfach viel zu kurz.
Also da sehe ich keine großen Inszenierungen. Was den arabischen Frühling anbelangt, es haben viele Demografen schon seit den späten 90er Jahren gesagt, Achtung, es wird zu einer Explosion kommen, weil wir einfach diese gewaltige Bevölkerungsexplosion haben. Und ich kurz hingewiesen habe, im Sinne dieses Use-Dutch und auch die von Ihnen zitierten eben Asylanträge, 77% junge Männer, unverheiratete junge Männer zum großen Teil. Wir haben eine Bevölkerungsverdoppelung seit 1985 in Nordafrika und im arabischen Raum, also im Nahen Osten. Es müssten allein jedes Jahr 800.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, um die Absolventen in irgendeiner Weise unterzubringen. Es müssten in der gesamten Middle East North Africa Region bis 2025 100 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Das heißt, wir sprechen hier von demografischen Problemen in der Region, die auch Europa für die Region nicht lösen wird können. Und Demografen haben das vorhergesehen. Ja. Das Demokratische, wo kann ich mich wie entfalten, das kommt alles danach, würde ich mal sagen. Ja. Aber das allererste ist, wie kann ich in meinem Land zu einer Arbeit kommen, die auch ungefähr dem entspricht, was ich vielleicht immer gelernt habe. Da haben wir natürlich auch das Riesenproblem in vielen arabischen Staaten einer Akademikerquote, die also mit der Realität auch nichts zu tun hat, sind auch wieder die wir darüber begehen. Und wir haben das Riesenproblem, dass die Leute zu keinem Wohnraum mehr kommen. Das hat wiederum sehr viel mit der Korruption jeweils in den Staaten zu tun. Also es sind die demografischen, es sind die sozioökonomischen Umstände, die viel dazu beigetragen haben, dass es irgendwann einmal explodieren musste. Keiner hat vorgesehen, dass es am 14. Jänner 2011 in Tunesien losgehen würde, aber es war absehbar. Und es sind gewisse Dinge einfach aus demografischen Gründen her absehbar. Das hat sich immer wieder in der Geschichte so gezeigt. Und wenn die Demografie mal in eine gewisse Richtung sich bewegt hat, dann ist sie schwer unabwendbar. Und genau das sehen wir eben heute auch an den verschiedensten Gewaltausbrüchen, die in Nordafrika und im arabischen Raum erfolgen. Also da gibt es viele, viele Ursachen und ich habe mich eben in dem Buch Testosteron macht Politik, das wie gesagt einige überhaupt nicht kapiert haben, vor allem ich die im Social Web darüber herziehen, weil sie das Buch nicht gelesen haben. Aber ich habe mich einfach mit dieser Problematik auseinandergesetzt, auch mit Blick auf ein Land wie China, auch mit Blick auf ein Land wie Indien, wo genau diese demografischen Probleme in einer anderen Richtung noch explodieren. Und all das hat, wie Herr Linden gesagt hat, sehr wohl mit Realitätsbewusstsein zu tun, ja, das vielen abhanden gekommen ist. Im Jahr 2014 über 3.500 Menschen im Mittelmeer sterben, ist das nicht realitätsfremd, sondern äußerst realitätsnah. Und die Fotos, die nicht nur in Social Media um die Welt gehen, sondern tatsächlich aufgenommen wurden, keine Fake sind und auch verbreitet werden, sind all jene Fotos, die ich einfach nicht sehen will. Nicht als Europäerin, nicht als Österreicherin, die in einem der reichsten Länder dieser Welt lebt. Und ich finde, es ist unsere Verpflichtung, nicht nur wegen der Genfer Flüchtlingskonvention und der Menschenrechtskonvention, sondern einfach, weil wir Menschen sind, die auch dementsprechend handeln sollten. Es ist unsere Verpflichtung, diese Menschen, die auf der Flucht sind, tatsächlich auch zu retten und ihnen auch Unterkunft und Schutz zu gewähren und es ihnen auch zu geben. Und da gibt es nicht die Debatte darüber, ob das realitätsfremd ist oder nicht. Es ist so, dass die Krisen von Menschen gemacht wurden, habe ich einleitend gesagt, und ich glaube, dass die Krisen auch dementsprechend wieder gelöst werden können und auch sollen. Aber die Tatsache ist, dass Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, Kinder, Männer, Frauen nach Europa kommen und nach Österreich kommen und die eine Versorgung brauchen, benötigen und ihnen auch zusteht. Dreiskirchen hat viele von uns betroffen gemacht, nämlich die vollkommene Überbelegung der vielen, vielen Menschen in Dreiskirchen. Und das war aus meiner Sicht das reinste Politikum, weil es genug bundespolitische Einrichtungen gibt, die Obdach gewähren hätten können, schon im
Mai, im Juni, im Juli. Es war vollkommen klar, dass der Winter kommt, das ist keine Überraschung, genauso wenig ist es überraschend, dass die Menschen fliehen müssen aus ihren Flüchtlingscamps und Lagern in Syrien. Deshalb gibt es jetzt das Durchgriffsrecht des Bundes, das Unterkunft zur Verfügung stellen muss und soll. Das ist ein guter erster Schritt. Aber es ist, also nicht, also zu glauben, dass Österreich kein Obdach hat für die Menschen, ist aus meiner Sicht einfach falsch und ein Fehlglaube. Ich habe vorher noch zwei gesammelt, damit möchte ich jetzt, es war endlich auch einmal, es sei mir verziehen, wir sind zwar drei Frauen am Podium, aber aus dem Publikum waren bis jetzt nur Wortmeldungen von Männern, es hat eine mutige Frau aufgezeigt. Bitte. Danke. Ja, mein Name ist Brigitte Weber und ich hätte eine kurze Frage an die Frau Dr. Kneißl. Und zwar, wie sehen Sie in dieser gesamten Thematik die Rolle der Medien? Weil beginnen schon mit dem Irakkrieg und so weiter, es ist immer so, dass die USA die Guten und die anderen die Bösen sind. Ich will nicht weitere Beispiele da jetzt nennen, aber es kommt immer wieder so rüber. Danke. Nächste Frage, bitte. Ja, Norbert Leitner, mein Name, guten Abend. Das wird eher ein Statement als eine Frage. Ich glaube, solange wir im gegenwärtigen Energiesystem bleiben, wird sich die Sache nicht ändern, weil wir brauchen zur Aufrechterhaltung des Status quo oder gar zu einem Wirtschaftswachstum, was wir nun ja sehr marginal haben, sehr viel Energie. Und das beziehen wir eben aus diesen Regionen. Und dadurch entstehen natürlich auch analog zu den militärisch-industriellen Komplexen energiewirtschaftlich-industrielle Komplexe, die Interesse haben, in diesen Regionen zu intervenieren. Ganz konkret angesprochen am Beispiel der USA, die Bush-Administration hat sich ja aus sehr hochrangigen Vertretern der Erdölindustrie zusammengesetzt. Also ich kann mich erinnern, Condoleezza Rice, das Vertreterin von Chevron und damalige Verteidigungsminister Cheney von Erdölausrüster Harry Burton. Das ist nur exemplarisch als Beispiel, das kann man sicher auch auf andere Länder oder andere Regionen auch umlegen. Und ich glaube, die Lieferketten und sehr lange sind von Erde und Erdgas, also von der Gewinnung bis zum Verbrauch, bedingt, dass sehr große Institutionen, die eben Interesse haben, zu intervenieren. Und solange wir in den OECD-Ländern, aber auch dann in den weniger entwickelten Ländern in diesem energiewirtschaftlichen System drinnen bleiben, werden wir die Ursache nicht in den Griff kriegen. Danke. Gut, danke. Wolfgang Ringer, mein Name. Ich möchte hinzufügen, dass ich selbst 8 Jahre in den arabischen Ländern gelebt habe und ein Statement bzw. auch eine Frage dazu. Das Erste, was mich interessiert, ist die Frage, oder die Angabe von der Frau Windbüchler, dass die Menschen hierher zu uns kommen, um Demokratie zu suchen. Ich hätte das gerne mal ein bisschen näher erklärt, weil meine Erfahrungen mich gelehrt haben, dass die Menschen da unten überhaupt nicht wissen, was Demokratie ist, beziehungsweise überhaupt keine Ahnung davon haben, weil die im Prinzip gewohnt sind, von Diktatoren beherrscht zu werden. Und der Islam insgesamt auch gar nicht davon ausgeht, dass Demokratie möglich ist, das wäre Teufelswerk. Das ist so. Und was das Zweite ist, die Frage, die ich habe, ist insgesamt, was mir fehlt, ist die Diskussion über den Islam schlechthin. Wir haben es hier mit einer Flüchtlingswelle zu tun, von Menschen aus einer völlig anderen Kultur, mit völlig anderen Traditionen. Was kommt da bitte auf uns zu? Das ist für mich die wichtigste Frage. Ich habe es schon kennengelernt. Ich habe lange genug im Oman erlebt, aber auch diesen arabischen Frühling dort erlebt. Da hat man relativ schnell gehandelt und der Herrscher hat jeden 300 Riyal, das waren damals ungefähr 600 Euro im Monat, an junge Männer bezahlt. Und die Vermehrungsquote ist enorm und das wird bald nicht mehr reichen. Und dann kommen noch mehr. Ganz hinten an der Tür. Oh, ich muss aufkommen.
Ja, Manuel Neusiedler ist mein Name. Ich möchte nur ganz kurz auf zwei Aussagen eingehen, die mir ein bisschen Bauchweh bereiten. Wenn ich von den Menschen dort unten rede und sage, sinngemäß, ob man ihnen etwas Gutes tut, wenn man ihnen Demokratie bringt, dann muss man sich schon im Klaren sein, dass es Grundrechte, dass es Menschenrechte gibt und die stehen einfach jedem Menschen zu. Und es kann nicht sein, dass jetzt irgendwer darüber disponiert und sagt, na, die da unten, die brauchen das vielleicht gar nicht. Ich bin nicht für eine Intervention mit Waffengewalt, weil für den syrischen Bürger, die syrische Bürgerin macht es keinen Unterschied, ob sie von einer Assad-Bombe getroffen wird oder von einer US-Drohne oder wovon auch immer. Aber es gibt Grundrechte, es gibt Menschenrechte und es gibt Demokratie. Und ich meine, dass Demokratie nicht durch Demokratie abgeschafft werden kann. Das ist einfach ein Urkonstrukt und das muss bestehen und das muss gewährleistet werden. Dankeschön. Herr Auf, gibt es noch eine Frage jetzt aus dem Publikum? Ja, hier da vorne, zwei noch, wunderbar. Franz Pinz aus Wiener Neustadt. Ich habe kürzlich das Buch von der Familie Winkel gelesen und da kommt gleich einig Angst die Feststellung, dass wir angewiesen sind auf die Zuwanderung, weil unsere Demoskopie so hoch beschaffen ist, dass wir immer weniger werden. Das heißt, wir stehen jetzt vor einem Problem, dass die Flüchtlinge zu uns kommen und das können wir nicht ändern, jetzt müssen wir das Beste daraus machen, obwohl das nicht ganz einfach ist, dass man sagt, die kommen, die Leute, die da jetzt zu uns kommen, die werden jetzt unser Bevölkerungsmanko sofort auffüllen. Aber man muss es versuchen und ich glaube, das ist unsere einzige Lösung, dass man die Leute integriert, soweit es möglich ist, und diese Reproduktionsrate, komischer Begriff, die sagt, dass 1,4 Kinder pro Frau anfallen in Österreich und das ist viel zu wenig. Und ich glaube, diese zwei Probleme könnte man miteinander verknüpfen und hätte vielleicht einmal, nachdem man ja von Österreich aus die Weltpolitik, wahrscheinlich die Geopolitik nicht so beeinflussen können, müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir aus der Situation, in die wir gekommen sind, das Beste machen. Dankeschön. Herr Lindefeld-Berger, ich würde noch gern auch noch den Herrn da hinten reagieren. Ich bin seit Jahrzehnten über Amnesty und ähnliche Organisationen mit Flüchtlingen beschäftigt, habe kürzlich eine Flüchtlingsfrau, eine sehr gebildete aus Bagdad kennengelernt, in Amstetten bei einem Flüchtlingstag, die mir gesagt hat, ihr Mann ist Universitätsprofessor, wir haben die Nase voll von der Demokratie, die ihr Westler uns bringt. Diese Demokratie, das ist Arroganz, wie die Frau Dr. Gneißl auch schon erwähnt hat, in anderem Zusammenhang vielleicht. Das ist die Arroganz, die uns dominieren will, unter dem Vorwand, die Demokratie zu bringen. Und da möchte ich jetzt gleich noch eine Frage an die Frau Dr. Gneißl stellen. Es gibt im YouTube Dutzende Videos vom ehemaligen NATO-General Wesley Clark, der selber in Europa Oberkommandeur war und im Kosovo-Krieg NATO-General, der also in Dutzenden Vorträgen, auch in den vor amerikanischen Universitäten sagt, seit 1991 war klar, war es Strategie der USA, diese Region zu destabilisieren. Es war ein Slogan, 7 countries in 5 years. Und er hat sie aufgezählt. Und das sind alles diese Staaten, aus denen wir heute Flüchtlinge bekommen, weil die Menschen einfach keine Perspektiven haben. Sie können Wesley Clark, gehen Sie in YouTube, Sie können diese Vorträge sich in voller Länge anhören. Ich bin durch Zufall mal drauf gestoßen, war entsetzt.
Und dann kommt man auch noch über links zu CIA, ehemaligen hochrangigen Mitarbeitern, die ganz ähnliche Dinge sagen. Also mein Glauben an die westliche Demokratie, die wir der ganzen Welt bringen wollen, ist gründlich ramponiert. Mich hätte interessiert, Frau Dr. Kneißl, als Kennerin der arabischen Welt, wie sieht der Araber Europa einmal? Und das Zweite ist, diese Flüchtlingsströme müssen reguliert werden. Ja? Es muss eine politische Regulierung stattfinden. Was ist die wichtigste Maßnahme, die wir hier setzen sollten? Herzlichen Dank für diese so zahlreichen Meldungen und ich darf jetzt euch beide ersuchen, auf die Fragen, die gestellt wurden, Antworten zu geben und das vielleicht auch schon ein bisschen, ich schaue gerade auf die Uhr, mit einer Art Schlussrunde zu verknüpfen. Ich gebe jetzt noch ein Thema dazu, das explizit nicht erwähnt wurde, aber wo ich mir auch noch vielleicht ein, zwei Sätze dazu erhoffe. Wenn man vom Islam spricht, und zwar vor allem von dem in der Ausprägung, wie wir ihn jetzt hier auch gehört haben vorhin, landet man sehr rasch bei Frauenrechten, nicht nur Menschenrechten, sondern auch Frauenrechten. Und das ist, glaube ich, auch ein Blickwinkel, wenn wir uns anschauen, was der Feminismus in Europa für Krisen erlebt hat und eigentlich immer noch am Leben ist und vielleicht auch die Möglichkeit bietet, einen kleinen Ausweg zu skizzieren, ist es mir sehr wert und lieb, dieses Thema auch noch aufs Podium mit heraufzunehmen. Vielen Dank. Danke sehr. Die Frage von Brigitte Weber betreffend Medien. Wir haben heute das große Problem, dass die meisten Redaktionen rein aus budgetären Gründen sich eigentlich keine fixen Korrespondenten mehr leisten, egal wo, unter anderem auch nicht in der arabischen Welt. Die Zeiten, wo man sozusagen einen wirklichen Korrespondenten hatte, die sind vorbei. Wir haben heute Journalisten, die für mehrere Zeitungen gleichzeitig schreiben. Ich habe das auch in meinem Buch Mein Nahen Osten anhand der Situation der weiblichen Reporterinnen in Bagdad ab 2004 dargelegt. Wenn sie heute als freie Journalistin in irgendeiner Weise überleben wollen, und ich weiß, wovon ich spreche, ich bin in den letzten 17 Jahren meiner freischaffenden Tätigkeit mehr als einmal am Existenzminimum gewesen, habe aber nie was vom Staat geholt, das widerspricht meinem Ehrgefühl. Ich sehe mich da nicht als Opfer, sondern immer als Verantwortlicher, aber ich weiß, wie verdammt schwierig es ist, im freien Journalismus zu überleben. Und wir hatten ab 2004 eine gewaltige Anzahl an Entführungen, Hinrichtungen von Frauen, die eben, warum waren so viele Frauen in Bagdad? Weil nur dort konnten sie sozusagen als Krisenreporter halbwegs noch überleben. Wenn sie als freie Journalistin jetzt aus Rom berichtet hätten oder aus Moskau, hätten sie nie diese Risikoprämie für ihre Artikel bekommen. Das heißt, und das war noch zu einem Zeitpunkt, als man sich noch interessierte, als auch die Online-Redaktionen noch nicht in dem Umfang sozusagen die Konkurrenz waren für den Reporter, der jetzt wirklich selbst Augenschein nimmt oder den Fotoreporter, danke sehr. Und da ist ein absoluter Niedergang, zum einen aus budgetären Gründen, also es leistet sich einfach niemand mehr. Ich habe selbst oft damit gestrudelt, dass wenn ich zum Beispiel wochenlang hinter einem Interview her war, ich dann 150 Euro dafür bekommen habe. Also ich habe zum Beispiel den Hisbollah-Chef Nasrallah 2004 interviewt, wurde damals übrigens als Pressesprecherin der Terroristen dargestellt, weil ich eben mit ihm gesprochen hatte, im Sinne meiner beruflichen Tätigkeit. Aber für 150 Euro, wenn Sie drei Wochen unterwegs sind, ist einfach verdammt hart. Ja. Und das sind gewisse wirtschaftliche Fakten, ja, die man nicht außer Acht lassen darf. Das heißt, das, was wir heute haben, ist eine Situation, wo zwei, drei große Agenturen eigentlich die wesentlichen Bilder und die wesentlichen Soundbites liefern. Und da ist eine absolute Verarmung in der Berichterstattung eingetreten und wir haben keine Berichterstattung mehr, sondern wir haben eine Tyrannei der Kommunikation, wie auch der Titel eines Buches des früheren Le Monde-Chefredakteurs Ignacio Ramonet lautet. Und er hat dieses Buch geschrieben, lange bevor es noch eben die sozialen Netzwerke gab, aber wo
nicht der geringste investigative Journalismus mehr in irgendeiner Weise betrieben wird, keine Reportage mehr, sondern wo einfach jeder Besserwisser seinen Senf dazu haut, ohne sich selbst ein Bild zu machen, ohne selbst wirklich auch etwas zu riskieren als Reporter. Und das, was wir heute auch gerade in der, es heißt immer, ja, die Berichterstattung aus Syrien, es gibt keine Berichterstattung aus Syrien. Mir ist kein einziger Journalist bekannt, der aus Syrien berichtet. Es hatte Russia Today noch 3, 4 Reporterinnen, eine ist hingerichtet, eine ist zu Tode gefoltert worden und 2 sind irgendwo in Gefangenschaft. Das war eine ukrainische Frau, die ist vor 2 Jahren verschleppt worden. Das waren die letzten 4 Reporterinnen, die in Syrien unterwegs waren. Russia Today berichtet da und dort, jetzt noch so mit den beiden Journalisten, was immer man jetzt von Russia Today halten mag, ich weiß, da gibt es auch wiederum andere Ansichten, aber weder hat BBC noch hat Le Monde, die hatten, Rai Uno hatte, RFI hatte, die sind alle entweder verschleppt oder hingerichtet. Ja? Also es ist in gewisser Weise für Berichterstattung eine absolute No-Go-Area geworden. Und das ist das ganz Fatale. Was das abgelöst hat, ist die Kommunikation. Und die beherrscht auf dem Klaviatur der Exzellenz der Islamische Staat. Also der Leiter der Kommunikationsabteilung des Islamischen Staates ist ein MIT-Absolvent, Massachusetts Institute of Technology in Boston. Der hätte auch was anderes machen können. Aber er hat diese Funktion übernommen. Und wir sind genau dort, was wir eigentlich überall erleben. Und ich war selbst immer sehr irritiert von dem, also es wird auch an der Donau-Universität angeboten, ein Studium, ich habe dort eine Zeit lang unterrichtet, aber dann aufgehört, weil ich einfach nicht einverstanden war mit dem Lehrplan. Es heißt Journalismus und Kommunikation. Und für mich sind das 2 völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Entweder ich werde Journalist oder ich werde Marketing-Tussi oder Pressefritze für irgendein sozusagen Unternehmen, wo ich Propaganda mache. Und Kommunikation ist Propaganda. Die Kommunikationsabteilungen von Firmen, von Regierungen haben in allererster Linie die Linie zu verkaufen, aber nicht investigativ gewissen Dingen nachzugehen. Ja? Und wenn Sie jetzt sozusagen als Journalist an Ihre Arbeit herangehen, dann wollen Sie kritisch untersuchen, warum ist es zu dieser oder jener Entwicklung gekommen. Wenn Sie im Kommunikationsbereich tätig sind, dann verkaufen sie eine bestimmte Linie. Und das sind 2 völlig unterschiedliche Themen. Und wir haben halt heute die Kommunikation, die seitens des Islamischen Staates, wie gesagt, perfekt beherrscht wird. Und wir haben auf der anderen Seite keinen Journalismus mehr. Der ist nicht vorhanden. So viel zur Rolle der Medien. Da gibt es aber auch ein Londoner Büro für syrische... Ja, aber das ist Kommunikation. Ja. Das ist eine, also dieses Büro zur Beobachtungsstelle der Menschenrechte in London, die betreiben Kommunikation, aber die sitzen in London. Ja, ja, nein, die London kommen nie nach Syrien. Ne? Ja, die haben das eine oder andere Video, aber es ist etwas anderes, ob ich jetzt mich als Journalist auf den Weg mache, ja. Und ich habe in den letzten Jahren, ich selbst sehe mich nicht mehr Journalistin, weil ich vom Journalismus leben müsste, weil ich in den letzten 17 Jahren schon 5 Mal von 100. Ich sehe mich heute mehr in der Frage der Hintergrundanalyse und ich unterrichte mehr und bin vor allem glücklicherweise vor allem im Energiebereich tätig. Aber die Situation, die Sie auch da haben, ist, keiner überprüft, wo aus welcher Quelle was kommt. Ja? Und die wesentliche alte Grundregel von wegen Augenzeuge, Ohrenzeuge, Quellen überprüfen, das funktioniert nicht mehr. Daher haben wir sozusagen heute auch diese sogenannte vierte Gewalt der Kontrolle, die funktioniert außenpolitisch schon lange nicht mehr und die funktioniert innenpolitisch genauso wenig. Weil einfach viele als Kommunikatoren tätig sind und das können Sie sich immer wieder erklären mit den Inserenten, die Sie in bestimmten Zeitungen haben. Also immer mehr das Problem mit einer westlichen Plattaschenbox. Ja, aber wie gesagt, so viel zur Rolle der Medien im Nahen Osten. Und vor allem jetzt was Syrien anbelangt. Was Herr Leitner gesagt hat, betreffend Energiesystem, selbst wenn es jetzt aufgrund, sage ich einmal, dieses Dieselskandals der deutschen Automobilindustrie, die ja über Volkswagen hinausgeht, das betrifft Opel, BMW, alle miteinander haben sie getrickst, sollte es jetzt sozusagen zum Bruch kommen, ja, wovon einige schwärmen, wie Elon Musk von Tesla,
Und ich beobachte das mit großem Interesse, weil wir haben sozusagen eine Nachfragespitze, das ist ein Grund für den niedrigen Ölpreis. Wir haben keinen Peak Oil, we are not running out of oil, wir haben mehr als genug Öl, aber es gibt sozusagen diese Produktion, diese Nachfragespitze. Selbst wenn das sich umsetzen ließe, ja, sondern dass man im besten Fall das Szenario durchdenken, wir haben im Energiemix von China und Indien, und die bestimmen das Weltklima, der Energiemix dieser beiden Staaten setzt sich zu 70% aus Kohle zusammen, noch. Laut des jüngsten 5-Jahres-Programms des Zentralkomitees der Chinesischen Kommunistischen Partei will man diesen Energiemix bis 2022, glaube ich, auf 45-50% ersetzen durch andere. Und da geht es vor allem um Erdgas. Teilweise auch Stromproduktion, vor allem durch Erdgas. Gleichzeitig ist China der wesentlichste Produkteur heute von Produzent von Erneuerbaren, also das war schon vor 10 Jahren der Fall, hat China die höchste Zahl an Photovoltaik-Haushalten gehabt, also China ist nicht nur Verschmutzer, aber wir dürfen eines nicht vergessen, die Stromproduktion in diesen beiden wesentlichen Staaten ist kohlebestimmt. Und es würde dem Weltklima wahrscheinlich mehr helfen, wenn die chinesische Braunkohle durch Erdgas aus dieser Region in irgendeiner Weise ersetzt würde. Das heißt, selbst wenn jetzt sich vieles drehen sollte in den restlichen OECD-Staaten, wir dürfen eines nicht vergessen, die wesentlichen Entwicklungen finden im südostasiatischen Raum statt. Ja. Deutsche Energiewende hin oder her, wie sich die chinesische Energiemix darstellt, das wird entscheidend sein, auch das Weltklima und auch auf vieles andere. Also da bin ich nicht ganz so optimistisch, dass sozusagen hier Abhängigkeit sich ändert. Was wir viel mehr erleben werden, ist dort, wo zuvor britische Regionalmacht war, also die Briten kontrollierten mal den Persischen Golf, dann haben es die USA gemacht und ich sage manchmal ironischerweise, und in Zukunft wird ein pro-chinesischer säkularer Oberst, eine Art Petrolistan im Persischen Golf regieren. Ja. Also die Chinesen sind einfach hier präsent, massiv. Und das soll man aus dem europäischen Froschteich betrachtet auch nicht außer Acht lassen. Was die Rolle, ich glaube, es war Manuel Neusiedler, und über einen Tandem vielleicht zu beantworten mit der Frage von Gerlinde Buchberger. Als die Proteste losgingen, kam das Wort Demokratie nie vor. Es gab 3 arabische Begriffe, die ständig skandiert wurden. Das eine war Würde, Karama. Gerechtigkeit, Adlia und Huria, Freiheit. Das Wort Demokratie hören Sie im arabischen Raum nicht, genau deswegen, weil die Leute die Schnauze voll haben. Weil einfach mit Demokratie westliche Intervention verbunden wird. Ja? Und das haben wir Iraker schon vor Jahren gesagt, bitte hört auf, uns zu bombardieren im Namen eurer Demokratie. Ja? Also das ist einfach Kolonialismus. Und die 3 Begriffe waren einfach Adlia, also wir wollen sozusagen Gerechtigkeit, wir wollen Gerechtigkeit hat im Arabischen einen sehr, sehr weit gefassten Begriff, und Würde als Menschen bestehen. Und ich selbst bin ein alter Freund als Juristin von Charles de Montesquieu, der mich einfach sehr, sehr stark geprägt hat in meiner Auffassung von Rechtsstaatlichkeit. Er hat die Grundlagen in seinen philosophischen Schriften gelegt zur Gewaltentrennung, zu Institutionen. Und Wahlen abhalten, das ist es sicherlich nicht. Parteien gründen, das ist es sicherlich nicht. Ja? Da sind sie gleich einmal in finanziellen Abhängigkeiten und so weiter. Es geht darum, dass eine unabhängige Justiz eine Exekutive kontrolliert und eine Legislative die Exekutive. Das haben wir auch nicht in den mitteleuropäischen parlamentarischen Exekutiven verwirklicht, weil wir nun einmal die parlamentarische Mehrheit haben, die die Exekutive stellt. Und von wegen Untersuchungsausschuss und so weiter. Also daher haben wir hier auch in Europa demokratiepolitische Defizite, die ich aber nicht unter dem Artikel Demokratie betrachte, sondern Rechtsstaatlichkeit. Und das, was in den arabischen Gesellschaften fehlt, sind Institutionen. Alles steht und fällt mit einer Familie, mit einem Clan. Aber sie haben nicht den Justizapparat, sie haben nicht den Rechnungshof, sie haben nicht Ministerien, die weiter funktionieren könnten, im Sinne von Verfassung geht, Verwaltung besteht. Ja? Also das ist das wesentliche Manko. Und da gibt es Traditionen
in der arabisch-islamischen Geschichte. Aber die sind auf ganz anderen Grundregeln, auf ganz anderen Entwicklungen aufgebaut. Und eines, das ich auch immer wieder gerne als Beispiel heranführe, ist, egal wo Sie in einen orientalischen Haushalt hineinkommen, Sie werden eine Menge von Sitzgelegenheiten sehen, weil es einfach ganz entscheidend ist, dass man sich zusammensetzt und palabert. Und man palabert so lange, bis man zu einer Art Konsens gekommen ist. Also es geht auch gar nicht um diese Mehrheitsentscheidung. Ja? Das, was viele Rechtsphilosophen mit arabisch-islamischem Hintergrund seit 150 Jahren schon kritisieren, wenn es beispielsweise um das Westminster-Konzept der westlichen Demokratie geht, 51 versus 49, was soll daran gerecht sein? Wir müssen so lange reden, bis wir auf einen grünen Nenner gekommen sind. Also genau das, was wir auch zum Beispiel in internationalen Situationen haben, ist dann etwas völlig Verwässertes. Aber es muss etwas herauskommen, wo alle unter Wahrung des Gesichtes weggehen können. Und das ist ein völlig anderes Konzept als dieses The winner takes it all. Und auch dieses The winner takes it all Prinzip der Mehrheitsparlamentarismus, das haben wir auch in Österreich nicht verwirklicht. Wir haben in Österreich keinen Westminster-Parlamentarismus. Wir haben etwas anderes geschaffen. Wir haben Minderheitenwahlrechte und so weiter. Wir haben in Israel ein ganz ein kurioses Minderheitenwahlrecht, das dazu führt, dass wir Regierungen haben, Koalitionen mit bis zu 12 Parteien. Oder das italienische Wahlsystem, das ich nicht so gut kenne. Also ich glaube, da ist auch hier wiederum sehr viel Arroganz, und ich danke Frau Buchberger für diesen Einwurf, Ignoranz, Arroganz und wir wissen, wie es läuft für die anderen. Ja? Und ich habe viel zu viele Leute gesehen, Business-Profiteure, die in Sarajevo 1995 als wir erklären jetzt in Bosnien, wie man gesellschaftlichen Aufbau betreibt, als wenn das die Bosnien nie gehabt hätten. Ja? Und wir erklären jetzt den Afghanen, wie sie dieses und jenes machen. Da ist wahnsinnig viel Geschäfte machen weiter hinter. Und dagegen habe ich auch etwas, weil letztendlich muss man so viel Respekt vor dem anderen haben, dass man sagt, und wie schaut es in eurer Kultur aus, was habt ihr zur Lösung bestimmter Probleme hervorgebracht? Und die herrscht nicht. Und das ist dann nicht nur also, die Aussagen von Wesley Clark von wegen Staatenzerstörung. Ich weiß, es gab das eine oder andere Konzept und trotzdem das amerikanische System ein wenig beobachtend, habe ich da einfach so meine Zweifel. Weil ich weiß, dass man auf dem Reißbrett an der Johns Hopkins University in Washington bereits 1992 gearbeitet hat an bestimmten, ja, wie könnten wir den Irak zerschlagen. Und es ist immer problematisch, wenn sie Leute aus dem universitären Bereich in die Politik hineinholen. Genau das ist mit Condoleezza Rice und Wolfowitz passiert damals beim Irakkrieg, weil die Welt sieht anders aus, als man sie im universitären Seminarraum macht. Aber was auch immer daran sozusagen sein mag, meine Sorge ist die der vielen unbedarften Entscheidungspräger und Entscheidungsträger auf vielen, vielen Ebenen. Die Frage von Elisabeth Mickel betreffend, wie ticken sozusagen die Araber, wie sehen sie Europa? Ich habe es versucht kurz darzulegen, ich kann jetzt nicht für 280 Millionen Araber sozusagen in ihrer Gesamtheit sprechen, aber ich hatte noch die Gelegenheit, Menschen kennenzulernen, die wären jetzt schon lange tot, da war ich 20, da waren die 80, als ich sie kennenlernte. Die hatten in Heidelberg studiert, die hatten an der Sorbonne studiert, die trugen Europa als ihre Patrie spirituell zurück nach Hause und haben im Rahmen ihrer Welt etwas von diesem Heidelberg, Sorbonne, Cambridge oder was auch immer mitgebracht. Es gab noch diese levantinische Generation, die teilweise in Beirut überlebt hat, in Alexandria zerstört wurde, in Izmir zerstört wurde, mit dem Bevölkerungsaustausch nach dem Ersten Weltkrieg und so weiter. Aber ich durfte noch Menschen kennenlernen, die absolut viersprachig und eben genauso sozusagen in ihrer, aber die sind wie gesagt schon alle weg, entweder gestorben oder in irgendeiner Weise einfach von den Systemen aufgebraucht. Nicht lustig. Ich weiß nicht. Sie sind einfach so überrollt worden. Ja. Und das waren Menschen, die für Europa sehr, sehr viel übrig hatten. Denen vor allem der Konstitutionalismus, also Verfassungen, das war das große Thema, in den 1910er, 1920er Jahren, die Jungtürkenbewegung, die republikanischen Bewegungen, die von Damaskus, Alexandria und so weiter ausgingen, das
Das war, wir wollen Verfassungen, wie man sie in Europa hereingeholt hat. Ja. Die arabischen Autokratien haben dann alle Verfassungen gehabt und diese Verfassungen wurden nicht umgesetzt. Und wir hatten also diese vielen unheiligen Allianzen seitens westlicher Regierungen, aber nicht nur westlicher, sondern sogar die Asiaten, die hier die unheiligen Allianzen ablösen. Sei es unter dem Titel, es war bis 1989 vor allem im Sinne von Eindämmung des Kommunismus, weil die Allianz des Westens mit Saudi-Arabien war teilweise auf Öl gegründet. Europa und die USA benötigten nie in dem Umfang das saudische Öl, wie es beispielsweise Japan benötigte. Ja, also das war immer mehr Öl aus Saudi-Arabien nach Japan als in den Westen. Aber es hatte sehr viel damit zu tun, dass man eigentlich eben das die atheistische Sowjetunion mit Saudi-Arabien gemeinsame Sache machte. Und das ging so weit, dass man immer da und dort gewisse Bewegungen da waren, die etwas verändern wollten, die Saudis die ersten waren, die den Deckel draufgelegt haben. Und das war in vielen Teilen der arabischen Welt der Fall. Das heißt, der Blick heute auf Europa, und ich habe es vorhin versucht zu zeigen, ist einfach der, bitte kommt uns nicht mehr mit euren westlichen Werten. Wir haben genug davon. Und das betrifft nicht nur die Demokratie, sondern das betrifft gerade auch die Frage von Folterverbot. Wie ich eben auch gezeigt habe an den Forced Renditions, also wie viele europäische Regierungen ließen foltern. Und da haben wir eigentlich in vielfacher Hinsicht ausgedient. Demografischen Entwicklungen, ich habe mich mit der Demografie vor 4 Jahren eben ein bisschen intensiver auseinandergesetzt, als ich das Buch, als ich für das Buch recherchierte, Testosteron macht Politik, weil ich eben damals auch mit Blick auf China und Indien mich damit auseinandergesetzt habe. Demografische Entwicklungen sind meines Erachtens sehr, sehr schwer zu steuern. Und wenn man sie steuern will, dann sind sie ziemlich bald in einem autoritären System. Ziemlich bald. Siehe auch China-Ein-Kind-Politik. Ja. Also Revolutionsrate, das und jenes. Ich habe da meine Probleme, inwieweit man sozusagen wirklich dieses demografische Element politisch umsetzen, steuern will und so weiter. Das können Sie vielleicht sozialpolitisch da dort von wegen Anhebung des Pensionsalters, aber ich bin kein Demograf. Ich habe mir das mit Neugierde angehört, was Demografen oder gelesen, was Demografen dazu verfasst haben. Aber ich habe auch gesehen, wie rasch die Kippe in etwas Autoritäres da sein kann. Und da habe ich so ein gewisses Unbehagen, wenn man versucht, das politisch da und dann umzugießen. Ihre Frage betreffend Islam und Frauenrechte oder die Rolle der Frau, ich will das gar nicht so sagen, ich bin immer ein Freund der Menschenrechte, weil man kann Frauenrechte nicht umsetzen, ohne auch den Männern eine gewisse Position zu geben. Und ich habe ein Problem mit diesem Blick auf die arme Frau in der islamischen Welt, die arme arabische Frau. Die Frau in der arabischen islamischen Welt ist um einiges perfider als die Frau in Mitteleuropa, wenn es darum geht, sich einen Mann zu angeln, der ihr eine Situation gibt, dass sie genau das erreicht, was sie sich vorstellt. Ja? Und das habe ich in meinem Buch Testosteron macht Politik entsprechend ausgeführt. Und auch das ist ein Problem für viele Männer in der orientalischen Welt. Weil mir haben viele Studenten gesagt, die ich unterrichtet habe, schon vor 15 Jahren, ich hätte so gern eine Kanadierin oder eine Europäerin als Frau. Nicht, weil sie blond und blauäugig ist, sondern weil sie weniger berechnet in eine Ehe geht als die Orientalin. Die einfach ganz genau weiß, was sie will und wie sie sich ihren Status über die Ehe verbessern kann. Und das wissen oftmals die Frauen im Orient sehr, sehr geschickt, sozusagen auch für sich und für ihr persönliches Fortkommen umzusetzen. Das heißt, Frauenrechte, es geht immer nur im Sinne der Menschenrechte, es geht immer nur damit auch, dass die Männer irgendwo auch ihre Position und ihren Status gründen können. Und das, was wir heute sehen, wenn es um die Rolle der Frau im öffentlichen Leben in den arabischen und islamischen Staaten insgesamt geht, der große Rückschritt war der mit dem Aufstieg der Religion im öffentlichen Raum. Das ist der wesentliche Faktor. Und ich habe Familien erlebt, wo die Großmütter noch im Algerienkrieg gegen die Franzosen kämpften und der 17-jährige Rotzfratz von Enkel hat seiner Großmutter zum Vorwurf gemacht, dass sie kein Kopftuch trägt. Und ich habe Spaltungen in Familien gesehen, wo die Eltern den Ramadan nicht einhalten, aber die Enkel wahnsinnig konservativ den Ramadan einhalten.
Und das sind Generationenbrüche und das hat nichts mit Mann und Frau zu tun, sondern das hat mit der Suche nach irgendwelchen Festpunkten zu tun, einfach mit der Rückkehr des Religiösen ins öffentliche Leben.